Ja, hallo ihr Lieben, nächste Runde Love Island 15. Schaut mal in meine coolen Datingkurse rein, überhaupt macht meine fucking Kurse. Hab gerade heute wieder was gelesen. Ach, das kann ich eigentlich mal gerade vorlesen. So. Macht meine fucking Kurse, ey, da wird der Christian nölig. Doch, es stimmt, ich wusste das auch nicht und habe durch deine Videos schon echt mehr mitgenommen, als in den letzten 10 Jahren. Danke für deinen Content. Ne? Macht die Kurse und schaut mal auf soulmatchingvorbei.de, wo wir die neue Datingbörse basteln. Ja, genau, war jetzt nicht wahnsinnig ergiebig, einfach lustige Folge. Wir haben nochmal kurz Adriano. Beziehungsweise Menschen wie Emilia muss man auch einfach pushen in der Art und Weise, wie sie sind. Emilia kann da die ein oder andere Message aus meinen Worten rausziehen, die gut für sie ist. Ist einfach ohne Worte, ist einfach so unfassbar überheblich und arrogant. Aber es ist auch letztlich eine Schutzstrategie, ne? Dass man nicht mitspielen muss, dass man nicht selber ins Kreuzfeuer muss von Beziehung, von Kontakt und ja, aber ich finde es eigentlich, also dass sie ihn da nicht mehr fordern, also alle werden immer so schnell kritisiert und was weiß ich, und er wird gar nicht gefordert, dass er einfach überhaupt nicht mehr mitspielt, er spielt ja gar nicht mehr mit, was soll der da, ne? Ich weiß es nicht, also naja, würde mich tierisch aufregen, wenn ich da wäre. Ja, dann fand ich spannend, Greta und Finn, die hatten so einen Streit, wo die beiden so ein Statement machen wollten, beziehungsweise Finn fing dann so an zu reden mit diesem Statement, was man dann gar nicht mehr gehört hat. Und Greta quatschte dann sofort dazwischen, so, ne? Was, denke ich, nicht in Ordnung war. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, war auch nicht in Ordnung, dass er dann beim zweiten Mal ihr versucht, den Mund zuzuhalten. Und ja, offensichtlich eine gewisse Spannung zwischen den beiden, aber das ist ja manchmal für Chemie gar nicht so schlecht. Überhaupt muss ich jetzt sagen, also finde ich, ich lass mal zu Ende erst. Dann geht sie raus und sagt zu ihren Freundinnen, ach, ist respektlos, hat den Mund zugehalten. Und da habe ich so gedacht, ja, so kommen oft so Sachen zustande, ne, was man dann so hört von, fällt mir auch noch mehr auf bei Frauen manchmal so, ich weiß es nicht. Dass man dann so sagt, ja, es ist ganz schlimm, was dieser Mann gemacht hat, aber man kennt nicht diese ganze Story. Man kennt sozusagen nur den einen Teil und die anderen 50%, wie das entstanden ist, werden außen vor gelassen. Da sind nicht alle schrecklich empört oder wenigstens ein bisschen empört und wie kann er nur. Aber man kennt halt die ganze Story nicht. Das ist immer so das Problem. Und ja, also wie gesagt, ich finde, Greta hat sich da ja irgendwie eingetunt. Dieses Illoyale vom Anfang ist weg. Also ich finde auch, die haben jetzt irgendwo eine ganz interessante Beziehung. Denke ich auch, Chemie da und Kompatibilität kann man sicherlich drüber streiten. Ich glaube nicht, dass sie reicht für mehr über die Sendung hinaus. Aber gut, das ist eine andere Frage. Was man zu Greta jetzt mal sagen muss, und das ist keine Bewertung, sage ich jetzt nochmal, also Greta ist jetzt so ein typischer Fall von so einer Frau, die halt nicht so unbedingt in ihrer Polarität ist, ne? Also zumindest nicht in der weiblichen so stark. Auf eine Art könnte man jetzt sagen, macht nichts, weil auch da, auch auf dem, also sie muss es ja auch nicht, wenn sie lieber so einen auf, weiß ich nicht, wie soll man das sagen, ich lasse mir gar nichts bieten und ich bin wild und ich bin ein bisschen aggressiv, ja, darf sie und da passt ja auch, auf den Topf passt auch ein Deckel. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil er oft gefragt wird, was ist Polarität? Also wir haben jetzt im nächsten Video, kann ich jetzt schon sagen, also finde, dass Bianca sehr aus der Polarität agiert häufig. Das sind natürlich, das ist kein 0-1, das sind so Abstufungen. Aber Greta ist jetzt auch wieder so ein typischer Fall, wie damals auch Melissa. Ja, wo einfach, die ist halt... Man könnte jetzt sagen, manchen Männern nicht leicht macht, aber manche lieben vielleicht die Challenge, ich weiß es nicht. Aber ja, also mir persönlich wäre es zu anstrengend, aber ja, Finn mag sie halt und das ist ja auch gut. So, ne? Das ist, und wie gesagt, wir gucken vielleicht manchmal auch zu viel auf Kompatibilität. Klar, wenn eine Beziehung so super kompatibel dahin plätschert, ist manchmal auch zu langweilig. Also langweilig ist es denen sicherlich nicht so, ne? Von daher ist alles letztlich auch eine Abwägungssache. Man muss halt gucken, was für einen selber das Richtige ist, ne? Ansonsten finde ich,
Kann man da jetzt, genau wie bei den anderen beiden, heißen die denn noch, Dennis und Nicole, ja, sind da halt so diese üblichen, klar, die lernen sich auch in so einer speziellen Situation kennen, üblichen Schwierigkeiten, wenn man 24 Stunden aufeinander hängt, ja, also es ist wirklich nicht so kaputt, wie das letztes Jahr war, finde ich so. Aber trotzdem hochspannend. Ich bin jetzt mal gespannt auf die letzten Tage. Und wie gesagt, aus Polaritätssinn war auch wirklich jetzt die Folge, die danach kommt, Folge 16. Super spannend, wirklich. Also bleibt dran, abonniert, liked, gebt es weiter, gebt meine Arbeit weiter und freue mich über eure Unterstützung, ob jetzt hier oder auf Twitch. Und morgen bin ich übrigens auf Instagram live. Ich spreche da mit Psychologie der Liebe, Stella Schuldner über toxische Beziehungen und ja, freue mich schon drauf. Und wir werden es bald wiedersehen.